So, hallo, ich bin's mal wieder, euer Robert von Wildlife TV. Und ich habe heute was ganz Besonderes vor, was ich noch nie gemacht habe. Ich werde heute mal auf einen Klettersteig gehen. Und da ich das noch nie gemacht habe, das ist also heute das allererste Mal für mich, ich habe mir auch so Klettersachen besorgt, Helm, Kletterhandschuhe und so weiter. Schon mal bei dem kleinsten, leichtesten Klettersteig anfangen, den wir hier in Franken, im Fränkischen, in der Fränkischen Schweiz haben. Das ist der Via Ferrata Bambini. Also wie der Name schon sagt, ist es eigentlich für Kinder gedacht, aber auch für erwachsene Anfänger. Ich werde jetzt dann meine Kamera auf den Helm montieren, damit ihr auch ein paar Bilder bekommt. Und ja, hoffen wir mal, ich überlebe das. Also bis gleich. So. Ja. Gut. Meine Eltern haften für mich. Nun gut. Thank you.
Around for handholds, go straight up. You're a novice, what's called. You're a beginner. You all are. There was a guy that had to be like 400 feet up. So
Here, let me tell you how to picture one, okay? The picture was laid out. I'm looking. Alright. So the center of the three things is a vertical wall where Scheiße. Oh, yeah. So, das war jetzt seit heute mein kurzer Ausflug in den Klettersteig. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Naja, anstrengend, selbstverständlich, aber ich habe schon gemerkt, dass mir einiges an Kondition fehlt. Und es ist gar nicht mal so einfach, jetzt muss ich aufpassen, dass es mir nicht hinhaut, gar nicht mal so einfach, eine gut 90 Kilo in der Wand zu halten. Ja. Also meine Arme sind, glaube ich, heute ein bisschen länger geworden. Also die sind bestimmt 2-3 cm länger geworden. Aua, ai. Aber naja, man kann halt auch solche Sportarten nicht ohne Training machen. Das war jetzt natürlich auch im Training heute, wenn es auch nur ein kurzes war, aber zumindest weiß ich jetzt, was auf mich zukommt, in Zukunft auch, und weiß, woran ich arbeiten muss. Das heißt, ja, ich muss vor allem meine Arme trainieren, damit ich mich einfach in der Wand halten kann. Nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, das war jetzt wirklich nur ein Kinderparcours.
Gut, die Kinder sind natürlich noch um einiges leichter und ich bin ja mittlerweile auch schon 50. Da merkt man das dann schon, was aber keine Ausrede sein soll. Aber ja, es hat mir mal wieder meine Grenzen aufgezeigt und heißt aber nicht, dass ich das nicht mehr machen werde. Also ich werde nach wie vor möchte ich Klettersteige machen und ja, wie gesagt, das war heute das erste Mal und da muss ich jetzt halt ein bisschen trainieren. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es wird schon werden. Ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, höchstens aus der Wand, obwohl vom Himmel vielleicht sogar Fallschirmspringer und so Meister. Naja, lass mir den Spaß. Ich gehe jetzt noch wieder zu meinem Auto zurück. Da habe ich jetzt noch ca. 20 Minuten zum Gehen. Und das ist heute echt sehr angenehm, weil es nicht ganz so warm ist. Ja, das war's dann von dem sehr kurzen Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Robert von Waldwolf TV. Macht es gut. Ciao.